Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstiffer natürlich mal wieder. Und ihr wisst es natürlich schon längst, unser SK Sturm hat verloren in Salzburg 1:3 am Ende gegen den wohl definitiven, auch diese Saison neuen Meister, gegen den Red Bull Konzern. Da kann man mal verlieren, es ist schon klar. Enttäuschend ist es allemal, aber ja. Der Reihe nach. Der erste Durchgang unserer Blackies gar nicht mal so schlecht, obwohl die Anfangsphase grauslig war, denn da waren nur die Salzburger am Drücker. Da hatte ich schon die ersten Befürchtungen, okay, das könnte heute eine Packung geben, wenn das so weitergeht. Fünfte Minute, eigentlich klarer Elfmeter für Salzburg. Ganz neutral gesehen, Aflonitis kommt gegen Gulbrandsen viel zu spät, senzt ihn eigentlich von hinten um, aber der Schiri hat es nicht gegeben und da würde ich sagen, einfach mal Glück gehabt. Da braucht sich jetzt auch keiner bei den Salzburgern aufregen, wir haben auch genug Pech. Von dem her, es gibt auch genug Elfer, die ich euch aufzählen könnte, die Sturm nicht bekommen hat. Also, ja. Gut, keine Elfer für Salzburg. Zehnte Minute, ich glaube, es war die zehnte Minute herum auf jeden Fall. Minamino bekommt den Ball auch schön in den Lauf, ist allein vor Siebenhandel, lupft den Ball drüber und der springt von der Stange zurück ins Feld und Sturm kann mit Ach und Krach dann die Situation bereinigen. Das eben sinnbildlich für die druckvolle Anfangsphase der Dosen. Danach aber lustigerweise unsere Blackies doch besser in der Partie. Man hat Salzburg immer mehr in den Griff bekommen und man hat schon gemerkt, so irgendwo war es eine Ideenlosigkeit bei den Bullen. Sturms erster Abschluss, ich glaube Minute 20 herum, Lukas Grozurek hat viel zu viel Platz, kann da fleißig Richtung Tor marschieren, hätte rechts und links zwei Anspielstationen gehabt, entscheidet sich selber für den Abschluss, der aber leider zu umplatziert und keine wirkliche Prüfung für Stankovic im Tor der Dosen. Danach ein Freistoß für Sturm, Grozurek mit dem Kopfball, auch der umplatziert, auch nicht wirklich gefährlich, aber immerhin, man war mal wieder im 16er, es wäre aber mehr in dieser Situation definitiv möglich gewesen. Und dann knapp vor der Pause auf einmal doch das 1:0 für unseren SK Sturm. Der Einwurf für die Salzburger, der Nähe des eigenen 16ers, wird bei unserem Blackies abgefangen. Ich glaube, Hierländer ist es, der da ein bisschen spitzbübisch den Ball dann auch weiterleitet auf Lovric. Der bedient dann nochmal Michael John Lehmer und der Youngster im schwarz-weißen Dress macht ihn dann schön rein zum 1:0 für unseren SK Sturm. Schön unter Anführungszeichen, man muss sagen, es war Glück dabei, denn die Fußspitze von Ramaljo war da mitentscheidend, dass der Ball dann doch so unhaltbar ins Tor von Stankovic einschlug, denn eigentlich wäre der Goalie ja im richtigen Eck gewesen. Man hat gesehen, Lehmer hätte den rechten Winkel oder die rechte Seite anvisiert, aber Ramaljos Fußspitze lenkt den Ball dann nochmal in die andere Richtung ab und deswegen unhaltbar und mit dem 1:0 für Sturm geht es dann in die Kabine. Zwar ein bisschen glücklich, aber unterm Strich gar nicht mal so unverdient, wenn man die ersten 15 Minuten aus der ersten Halbzeit mal weglässt. Im zweiten Durchgang hat sich das Ganze aber eigentlich um 180 Grad fast schon gedreht wieder. Gleich wie im ersten Durchgang zur Anfangsphase, nur dass es diesmal anhaltend war. Salzburg ganz anders aus der Kabine, die drücken, die drängen von Sturm, geht gar nichts mehr, man stellt sich viel zu weit hinten rein und ja, kassiert auch wenig später dann gleich mal das 1:1. 53. Minute, Sturm kann den Ball nicht vernünftig aus dem 16er klären, Stichwort Spendlofer, der leider da wirklich ja genau vor die Füße eines Bullenspielers klärt. Der Ball kommt dann, glaube ich, über Ulmer zu Soboslai, der mit der Flanke und Gulbrandsen mit der Fußspitze zum Ausgleich. Frederik Gulbrandsen sowieso einer der Stürmer, der trifft gefühlt nur gegen uns, aber bitte, es war halt eines von diesen Spielen. Danach die Salzburger weiter am Drücken, Minute 60 herum. Ich glaube, es war wieder Gulbrandsen. Der hat eine Präsenz gegen uns. Ich halte es sowieso nicht aus. Und ja, mit einem guten Abschluss, aber toll pariert von Siebenhandel. Da hätte es schon 2:1 stehen können. Das ist leider wenig später doch gefallen. Minute 67. Munas Tabu im ersten Durchgang war er unsichtbar. Herrlich abgemeldet. Da hat unser Defensivverbund noch gut funktioniert. Im zweiten Durchgang wurde Tabu dann überhaupt nicht mehr in den Griff. Hat man ihn eigentlich überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen. Und ja, nach schönem Zusammenspiel mit Minamino, wo er sich ein bisschen durchkombiniert, ist der Bull in unserem 16er, spielt mit einer Bewegung eigentlich zwei Gegenspieler aus oder lässt zwei Gegenspieler stehen. Also bei unserer Defensive Koch auf jeden Fall mit dabei gewesen. Ja, ging das ein bisschen viel zu behäbig und der Bulls Abschluss dann, ja, wäre vielleicht sogar gar nicht mal so unplatziert gewesen oder unhaltbar gewesen, wenn ja nicht die Fußspitze noch von Spendlofer dabei gewesen wäre. An der Stelle war definitiv kein Vorwurf, das ja war einfach von der Bur stark gemacht. Man hat probiert zu retten, was zu retten war, aber da war halt nichts
zu retten am Ende. Und das war eben das 2:1 für die Dosen. Das dritte Tor sollte leider dann auch noch folgen. Wieder über die halblinke Position, die wir überhaupt nicht, also die halblinke Position der Salzburger, die wir überhaupt nicht in den Griff bekommen haben. Gerade im zweiten Durchgang wieder Ulmer, der ist für seine 33 Jahre auch wahnsinnig umtriebig gewesen, muss man sagen, auf den jungen Ungarn Szoboszlai. Ja, und der machte einen Slalomlauf gefühlt, also auch mit ein, zwei Bewegungen schneller Antritt, unsere komplette Abwehr einfach überfordert mit dem Gegenspieler, man kann es nicht anders ausdrücken. Und dann, ja, machte den auch schön ins lange Eck, keine Chance für Siebenhandel, sehenswertes Tor, aber ja, für uns natürlich schlecht an der Stelle. In der Schlussphase dann eigentlich auch trotzdem mehr von den Salzburgern. Also Salzburg war sicher am 4:1 näher dran als wir am Anschlusstreffer. Es gab dann noch einen Abschluss unserer Blackies. Ich sag's euch aber, wie es ist. Ich habe ihn mir ehrlich gesagt einfach nicht mehr gemerkt, weil es mich schon nicht mehr interessiert hat. Ja, vor lauter Ärgern über diesen zweiten Durchgang. Am Ende gewinnen die Dosen souverän und verdient. Bitter für uns, weil man eben die Führung ja schon trotzdem gerne ein bisschen länger gehalten hätte, aber gut, was soll's, wir sind jetzt nicht die erste Mannschaft, die gegen Salzburg verliert, also von dem her, ja, einfach mal drauf. Nächste Woche geht's ja schon weiter, da geht's zu Hause gegen den WRC, das Spiel auf jeden Fall viel, viel entscheidender als die gestrige Partie, denn da geht's wirklich drum, eben wieder Platz 3 in Angriff zu nehmen. Wie gesagt, die Konkurrenz hat ja auch nicht gewonnen, von dem her alles noch offen. Und ich würde sagen, ihr schreibt mir noch in die Kommentare, was ihr zum Spiel sagt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der LANCE.TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, scheiß drauf, Burschen, gehen wir weiter. Und bis dann. Ciao, ciao.